Hallo bei Neugier schafft Wissen. Heute zeige ich euch ein paar spannende Experimente, die man mit Spiegeln machen kann. Als erstes habe ich bei mir zu Hause mal geguckt, was es alles für Dinge gibt, in denen ich mich spiegeln kann. Hier in dem Pfannenwender, da kann ich mich ganz gut spiegeln. Und wenn ich hier in die Suppenkelle gucke, dann sehe ich mich auf dem Kopf. Ich glaube, ihr seht jetzt die Kamera und mich auf dem Kopf. Für die Experimente heute brauchen wir ganz normale Spiegel. Vielleicht habt ihr ja so einen Spiegel, der von alleine stehen kann. Der ist ganz nützlich. Eine Spiegelfliese wäre auch toll oder zwei Spiegelfliesen bekommt man im Baumarkt, ist gar nicht teuer. Unsere Experimente funktionieren aber auch mit so kleinen Kosmetikspiegelchen. Für den ersten Versuch klebt ihr zwei Spiegel mal zusammen. Also ihr macht sie zu und macht hier zwei Streifen Tesafilm drauf. Das habe ich hier auch mit den größeren Spiegeln gemacht. Da kann man den Tesafilm ganz gut sehen. Und wenn ich den Spiegel jetzt aufklappe, dann hält das hier an der Rückseite gut zusammen. Diese zusammengeklebten Spiegel, die stehen auch ganz gut auf dem Tisch. Und wenn ich mir da jetzt etwas zwischenlege zwischen die Spiegel, dann sehe ich das ganz oft. Hier steht der Spiegel auf einer bunten Pappe. Und zunächst da sehe ich ein Dreieck. Dann drehe ich die Spiegel weiter zusammen. Dann bekomme ich ein Viereck, ein Fünfeck. Immer mehr Ecken entstehen hier. Seht ihr? Ein Viereck. Dabei war es nur ein Blatt Papier. Das funktioniert natürlich auch mit dem kleinen Spiegel hier. Die bunten Steine sehen auch im kleinen Spiegel ganz schön aus. Es sind drei Glasnuggets oder vielleicht doch fünf. Noch zwei dabei? Ganz, ganz viele. Na, was meint ihr? Wie viele Glassteine sind es hier? Es werden jedenfalls immer mehr. Immer zwei. Und wenn ich sie auseinanderziehe, sind es auf einmal noch viel mehr. Und es waren immer nur drei. Passt nur auf, dass euch bei so viel Spiegeleien nicht schwindelig wird. Für meinen nächsten Versuch habe ich mir ein bisschen was aufgebaut. Zunächst einmal habe ich mir hier ein Herz auf das Blatt vorgemalt in Blau und das soll ich jetzt gleich mit meinem roten Stift nachzeichnen. Dabei darf ich aber nicht direkt auf mein Herz gucken. Deswegen habe ich mir hier ein Brettchen hingelegt. Ich darf nur in den Spiegel gucken, den ich mir hier hingestellt habe. Also das könnt ihr zu Hause auch vor einem großen Spiegel machen und beim Zeichnen nur in den Spiegel gucken, nicht auf eure Hand. Wenn ihr euch dann nicht so ein Höckerchen bauen wollt, dann könnt ihr auch jemand anderen bitten, vielleicht ein Buch vor eure Hand zu legen, dass ihr nicht direkt auf die Hand guckt, sondern beim Zeichnen nur in den Spiegel. Und dann versucht mal, dieses Herz nachzuzeichnen. Das ist total schwer, weil der Kopf irgendwie anders denkt, als die Hand gerade malt. Ja, also das ist nicht so einfach. Probiert es mal aus. Bei mir ist schon der Anfang ganz schön krickelig geworden. Noch schwieriger als ein Herz ist ein Stern, weil da so viele Richtungswechsel drin sind. Und da gibt es noch eine interessante Sache, die man mit Spiegeln machen kann. Und zwar mit dieser CD-Hülle hier. Wenn der dunkle Hintergrund dahinter ist, dann spiegelt die ja sehr stark. Wenn der nicht mehr da ist, dann ist die schon eher durchsichtig, aber sie spiegelt immer noch ein bisschen. Und dadurch, dass die ein bisschen spiegelt und ich trotzdem durchgucken kann, kann ich diese CD-Hülle als Kopierspiegel benutzen. Ich habe euch hier ein ziemlich unförmiges Herz aufgemalt. Das möchte ich jetzt spiegeln. Dafür stelle ich mir meine CD-Hülle neben das Herz und solange die geschlossen ist, sieht man die Spiegelung hier sehr gut in der CD-Hülle. Wenn ich die aufmache, dann sieht man die Spiegelung immer noch ein wenig, aber man kann auch das weiße Blatt dahinter sehen. Und jetzt gucke ich
durch den Spiegel hier durch, also ich gucke durch die CD-Hülle durch und sehe meinen Stift. Jetzt muss ich nur noch da zeichnen, wo ich das gespiegelte Herzchen in der CD-Hülle sehe. Genau auf dem Strich, den ich da sehe. So. Und dann habe ich meinen Herzchen kopiert. Da ist es. Wenn ihr noch nicht genug verwirrt seid durch Spiegel, dann habe ich da noch einen letzten Tipp für euch. Ihr nehmt einen Spiegel und haltet euch den unter die Nase. Und dann geht ihr mal irgendwo entlang, durch euer Zimmer oder vielleicht sogar draußen entlang. Und ihr guckt dabei immer in den Spiegel. Und dann glaubt ihr, dass die Dinge, die eigentlich oben auf der Decke sind, auf dem Boden liegen. Und wenn ihr dann durch eine Türe hindurch geht, dann glaubt ihr, ihr müsstet über den Türrahmen drüber steigen. Das ist vielleicht verwirrend. Aber seid vorsichtig und lauft da nicht irgendwo dagegen, weil ihr nur noch in den Spiegel reinschaut. Das waren die Spiegeltipps für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt den Daumen hoch und wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. Besucht mich auf Facebook und Instagram und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann bei Neugier schafft Wissen.